Ja, Leute, in dem heutigen Video veranstalten wir das Glücksradturnier. Viele können sich vielleicht darunter nichts vorstellen. Ich zeige es euch. Und zwar haben wir hier ein Rad, Leute. Hier ist drauf Battle Pass, eine Runde Duo spielen, Niete 2800 V-Bucks, einmal neu spinnen, 13.500 V-Bucks ist auch hier drauf, Battle Pass und so weiter und so fort und 10 Euro Amazon oder PlayStation oder sowas. Ich drehe die Geschichte und dann kriegt man irgendwas und das, ja, kriegt man dann halt einfach in Fortnite. Ne? Genau, wir machen das Ganze in normal Custom Games, Leute, in normal Solo-Format. Derjenige, der mich am Anfang killt, darf einmal drehen. Wir machen ab und zu Kopfgeld. Man hat 2 Minuten Zeit, den Spieler zu killen und darf dann auch drehen, wenn man das in der Zeit schafft. Und derjenige, der natürlich gewinnt, darf auch einmal drehen, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like, da würde mich megamäßig freuen. Ihr wisst Bescheid, kostenloser Support tut auf jeden Fall an der Stelle auch überhaupt nicht weh und ich freue mich darüber. Hier sind nochmal die Leute eingeblendet, die den Creator-Code YoYoYo im Itemshop eingetragen haben. Das habe ich im letzten Video vergessen. Dazu ein TikTok-Video gemacht haben und mich markiert haben. Vielen Dank für den dicken Support, Leute. Wirklich dickes, fettes Danke. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die erste Runde rein. Let's go. Okay, Leute. Derjenige, der mich killt, darf direkt am Anfang drehen. Also, wie gesagt, jeder hat die Chance. Auch wenn man nicht gut in Fortnite ist, dann musst du mich halt am Anfang killen. Das ist halt einfach so. Oder du wartest, bis ich dir zugucke und dir dann so einen Kopfgeldauftrag gebe. Zeitlich begrenzt natürlich. Musst du dann aber auch innerhalb dieser Zeit schaffen, den einen Kill zu machen. Ne? Das wird nicht einfach. Und der Gewinner darf einmal drehen. Okay. Ich weiß auch nicht, ob ich das immer mit Kopfgeld mache. Deswegen, wenn ich den Auftrag mit Kopfgeld gebe, dann macht schnell. Macht schnell. Lasst euch nicht Zeit. Ich halte mich auch genau, wenn ich sage 60 Sekunden oder 2 Minuten, dann hat man auch nicht mehr Zeit. Ich stelle mir sogar extra einen Timer auf meinem Handy. Ich gebe euch dann 2 Minuten Zeit. Genau 2 Minuten, mehr nicht. Gut, dann sind wir jetzt in der ersten Runde drinne. Keiner springt raus. Das heißt, voll viele werden mich fokussieren. Aber ich sag euch ehrlich, ich gehe direkt nach The Raft, Leute. Weil The Raft ist die Medaille und da werden sowieso viele Leute hingehen. Und jetzt, wenn ich da lande und alle mich killen wollen, werden da noch mehr Leute hingehen. Ich bin gespannt, wie viele Leute mich am Anfang killen wollen. Das wird bestimmt richtig Action geben. Ich werde es aber euch schwer machen, ne? Das wird nicht leicht. Seht ihr? Ihr seid schon alle zu tief am Fliegen. Ich habe euch jetzt schon hochgenommen. Ich habe euch jetzt schon hochgenommen, Leute. Ihr seid alle viel zu... Guck mal, da gehen schon welche nach hinten. Die wollen da gar nicht mehr landen. Die hauen einfach direkt ab. Die hauen einfach direkt ab. Die fokussieren sich jetzt auf sie. Guck mal, die entscheiden sich alle nochmal um. Die gehen alle nochmal woanders hin. Oh mein Gott. Ja, ich kann auch meine Meinung ändern. Oder ich lande halt einfach ein bisschen später. Weiß ich nicht. Ich guck mal einmal kurz, wo ich landen kann, wo mich keiner sieht. Oh, okay. Einer ist schlau gewesen. Oh, da wollte ich gerade landen. Jetzt gehe ich hier hin. So, und jetzt, wer mich killt, der darf einmal drehen. Ich bin gespannt, wer es machen wird. Oh, Fischkopf! Fischkopf! Okay, David, wir drehen direkt für dich, ja? Eins bin mehr! Zehner hast du gewonnen, Bro. Jetzt ist die Frage, ich glaube, ich habe da Amazon draufstehen. Mir ist egal, du kannst aber auch 10 Euro V-Bucks haben. Musst du den aussuchen, ich hole dich gleich in die Lobby rein. Was geht, David? Ja, hallo. So, was geht? Also, du hast einen Zehner, mir ist egal. Willst du PlayStation, willst du Amazon, willst du V-Bucks? PlayStation würde ich dann nehmen. PlayStation, okay. Mhm. Hast du Instagram oder so? Ich hab Discord. Ja, kannst du auf meinen Server ein Ticket aufmachen? Ja. Okay, dann zieh durch. Ja, bis später. Jo, tschüss. Okay, David, lassen wir jetzt. Wir gehen jetzt ein bisschen in die Fights rein, Leute. 10er PlayStation. Nimmt man auf jeden Fall mit, ne? Da kann er sich später V-Bucks holen oder was auch immer. Liam, der ist bestimmt wieder einer, der gewinnen wird. Bro, beide Schildcrack bekommen. Ich bin gespannt. Oh, David macht hier die Kills. Bro, was geht bei dir ab? Aber für David lohnt sich es nicht mehr mitzumachen, weil er hat jetzt schon einmal gedreht, ne? Der hat auch was gewonnen. Selbst wenn er Niete bekommen hätte, dürfte der halt eben nicht mehr drehen. Jede Person, die irgendwie gewonnen hat, darf wirklich nur ein einziges Mal. Ja, ich glaube, Liam wird jetzt hier auch nicht mehr fighten. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Schlaurino. Ach, mit einem Dummy-Skin. Okay, Fokus, Ryan. Pass auf, ne, in einem Turniervideo von mir ist hier einer runtergefallen. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der wollte mir zeigen, wie das geht. Und auf einmal, zack, hat er sich Fall-Damage geholt. Zyxcry chillt ganz weit außerhalb. Ich glaube, der will den Sieg haben. Und wenn ich jetzt bei dir Kopfgeld machen würde, ne, bei dir wäre nirgendwo ein Gegner. Jesse, too nasty.
Seht ihr, welchen Banner die hat, die Alte? Einer der seltensten Banner, die es in Fortnite gibt. Und den hast du nur bis 2014 bekommen. Von 2011 bis 2014 konntest du dir den holen. Monkey Mo. Monkey Mo. Ich gebe dir jetzt 2 Minuten Zeit, dass du einen Kill machst. Und dann darfst du einmal drehen. 2 Minuten laufen. Du hast 2 Minuten Zeit, einen Kill zu machen. 1 Minute 50 Sekunden. Dann darfst du einmal drehen. Hier findet jetzt sowieso ein Fight statt. Oder hat der den komplett zugebaut oder was? Wird jetzt schwierig, ne? 1 Minute 3 Sekunden. Der muss den jetzt auch pushen, wenn er halt einmal drehen möchte, ne? Er muss er wissen. Der muss auch nicht pushen, wenn er keinen Bock hat. Yo! Benji G! Das ist ein Dreher für Monkey Mode. Das heißt, der hat eigentlich schon gewonnen. Soll ich für dich drehen, Bro? Gönn ich 100%, ne? Ja? Okay. Wir drehen für dich. Warte. Ah, nein! Fast ein 10er oder pro Kill 1000 V-Bucks. Das heißt, er hätte jetzt 1000 V-Bucks bekommen. Aber FA heißt Freundschaftsanfrage. Wir haben ein Problem. Er ist schon in meine Freundesliste drin. Was machen wir jetzt? Lösch und nochmal Freundschaftsanfrage. Nee, wir haben am Anfang gesagt, keine Ausnahmen. Und wenn einer den Battle Pass schon hat, dann würde der ja auch nichts bekommen. So haben wir es ja von vornherein direkt gesagt, ne? Das heißt, für Monkey Mo ist jetzt halt einfach scheiße gelaufen, ne? Wir können das Turnier vielleicht ja nochmal nächstes Wochenende machen. Ich guck mal. Deswegen an die Leute, die jetzt gerade das Video auf YouTube sehen, lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Wenn das Video gut gepusht wird, dann mache ich dieses Format öfter. Wenn es nicht gut ankommt, dann werde ich es halt auch eben selten machen. So ist ja logisch, ne? Ich glaube, wer ist denn der Gegner? Ich glaube, das ist Face Aerox, ne? Kann das sein? Stark zurückgeholt. Richtig gut gemacht. Sollen wir es jetzt so machen, wenn man gar nichts gewonnen hat, dass es jetzt halt einfach so ist? Oder darf der nochmal drehen? Ich würde sagen, jeder einmal drehen, ne? Okay, alle sagen nochmal. Gut. Also Monkey Mo darf nochmal drehen. Dann lasse ich die beiden jetzt da in Ruhe eigentlich machen. Ich möchte jetzt hier nicht zugucken, weil die geben sich ja jetzt gerade hier den dicksten Fight. Ich glaube, das ist keine gute Idee gewesen, Bro. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt im Tresor. Euch genau in dieser Ecke mit so einem Stair zuzubauen. Das ist mega dumm, ist das. Seht ihr? Oh, okay, ich habe nichts gesagt, ja. Hä, was ist das hier für ein Fight? Bro, das Einzige, was sie machen, ist die ganze Zeit Metallwand kaputt machen. Oh mein Gott. Ach, Juan ist das gewesen, okay. Aber Monkey Mo, gut gespielt, sag ich ehrlich. Und wir gehen auch mal ein bisschen weiter. Oh, der gönnt sich doch mal Madkid auf entspannt mit 7 Kills. Crazy, wer ist das? Ach ja, und wenn wir gleich drehen und dieses Pin oben fällt ab. Boah, der ist gut, Digga. Oh mein Gott. Wenn dieses Pin oben abfällt, dann zählt der Dreher nicht. Egal, was dann da steht. Okay, ich sag's nur nochmal, weil das fällt irgendwie manchmal ab. Keine Ahnung. Jetzt flext er hier so ein bisschen mit Edits rum. Boah, der ist gut. Aber der macht genau denselben Fehler wie ich. Wenn man diese Treppen placed, wenn man so oben steht, denn der kriegt den Edit manchmal nicht so zur Seite. Das passiert mir auch so oft bei den Treppen. Verstehe ich nicht. Da vorne ist ein Gegner. Ja, da unten ist einer. Den hat er. Oh mein Gott, Zyxcry kommt von Seite auf Geiermodus und sneakt sich den Kill. Noch 16 Spieler. Der macht erstmal einen Abstarter. Ist auch besser, weil Medkit muss auf jeden Fall reingedrückt werden. 118 Leben ist nicht viel. Der Gegner nervt es aber richtig. Ich glaube, das ist wie am Arm. Kann ich verstehen, warum der so pressured, wenn er so wenig Leben hat. Schöner Laser, Bro. Junge, was ist mit deinem Aim? Da ging ja gar kein Schuss rein. Ja, so einfach geht das, ne? Go, GG. Da oben ist noch einer mit Cybertruck. Titus, GG. Gehen wir aber ein bisschen weiter. Simon hat sich hier nochmal gut Metz und so geholt. Aprilbot. Fightet auch jetzt gerade. Gegen Adina, The Fox FN. Noch No Skin. Der macht hier Taktik mit Iron Man Waffe. Okay. Hier ist einer Wild-Standard-Skill. Wilde Geschichte, Bro. Bro, er ist so unlucky. Okay, der hat noch Impulsis, damit konnte er sich jetzt safen. Jetzt im Endfight machen Impulsis sogar, finde ich, viel mehr Sinn als der Jetpack. Weil wenn irgendwer auf Highground ist, pushst du dich einfach so hoch und machst sogar noch Gebäude kaputt. Das war's, so ein Kern.
GG, Simon. Du bist aber auch unlucky gewesen, dass du da so in die Ecke reingerutscht bist. Ich höre jedes Mal, wenn ich die Badezimmertür höre bei uns, ne? Die macht so quietsch, dann spitzen sich immer voll meine Ohren. Das ist unfassbar. Mein Ohr geht einfach so hoch, so. Der macht so. Richtig komisch. Ich kann ja auch mit den Ohren wackeln, ne? Warte, zeig einmal kurz. Das ist bestimmt noch ein Urinstinkt von früher, wo ich Affe war. Paul, Darian, Zane, Liam und Aprilbot. Okay, Top 3. Ich gucke jetzt Liam zu, weil er hat High Ground, der hat beste Positioning, er hat aber nicht mehr viele Materials. Fünf Buildings nur noch. Jetzt 1 gegen 1. Was macht der? Ich habe gedacht, der holt sich jetzt Fall Damage. Ich werde durchgedreht. Ja, Digga, war wieder klar, dass Liam gewinnt mit 13 Kills, Bro. Deswegen, er darf nächste Runde nicht mehr mitmachen, ja? Außer er kriegt absolute Niete. Nee, oder nee, wir machen gar nicht mitmachen. Wenn man einmal gedreht hat, hat man einmal gedreht. Und wenn man dann Niete bekommt, dann bekommt man halt Niete. Liam darf nicht mehr mitmachen. So, fertig ist. Weil der wird sonst jede Runde gewinnen. Was kam raus? Oh mein Gott, wie knapp, Bro! Tja, Liam, hast du nur eine Runde Duo gewonnen. Eine Runde Duo mit mir spielen on stream. Weiß nicht, ob dich das freut oder nicht, aber eine Runde Duo. Schreibe ich mir auch direkt auf und wir gehen in die zweite Runde rein. Wir machen wieder, wie gesagt, am Anfang, wer mich killt, da mache ich einen Auftrag in der Runde und der Gewinner. Okay, so, ich lande jetzt direkt. Ich hab's. Oh mein Gott, keiner kommt mit. Die sind alle jetzt viel zu hoch. In der ersten Runde alle viel zu tief, jetzt alle viel zu hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Botty Boy killt mich. Für Botty Boy zählen die Debugs nicht. Kawaki Boruto. Der ist auch schon dead, ne? Warte mal, ich mach mal schnell Screenshot. Kawaki Boruto, okay. Wir drehen einmal. Wir gucken mal, was du bekommst. Was will der machen? Der hat keine Waffe, Digga. Was will der machen? Der hat... Ey, Junge, er danced auch noch ab, Bro. Freundschaftsanfrage. Den habe ich auch noch nicht in der Liste. Wenn ich dich in der Liste habe, dann... Oh, okay, ich habe den schon in der Liste. Kawaki Boruto. Ja, sorry, Digga. Dann ist das für dich halt auch eine Niete. Was soll ich machen, ne? Aber GGs. Nein, er hat Disconnect. Okay, der hat kein gutes Internet. Geht nochmal ein Laser rein. Das ist aber leider... Ey, Free Ghoul, ich habe mal eine Frage an dich. Guckst du den Stream, dann duck dich mal. Ne, der guckt nicht Stream, oder? Doch, 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 doch. Okay, okay. Bau dir mal eine Box. Obwohl, fahren die erstmal ein paar Mets. Ein paar Mets. Genau deswegen. Hochziehen. Oh, Auto. Nein. Nein. Bro, er kommt auf Zombie-Basis. User 864B03-5189. Ich wollte den fragen, wie alt der ist, weil der sah so vom Movement her und wie der so die Waffen ausgewählt hat, sah das noch entweder, dass der erst mit Fortnite angefangen hat oder dass der noch halt eben super jung ist, ne? Dann hätte ich für den die Aufgabe gemacht, so einen Kill machen, weißt du? Deswegen habe ich gesagt, da soll ich erstmal Mats farmen, sich dann zubauen und dann hätte ich gefragt, wie alt er ist, dann soll er springen. Und wenn er dann jünger gewesen wäre, hätte ich gesagt, komm, Aufgabe, let's go, 2 Minuten Zeit, Kill ein. Weil der hätte sich bestimmt mega gefreut. Butzi. Chillt halt einfach im Auto, ne? Ist okay, kann man machen, sage ich nichts zu. Darian dance jetzt hier ein bisschen ab, okay? Sollen wir bei ihm die Aufgabe machen, Leute? Ich weiß nicht. Ja? Das wird für dich schwer. Ihr entscheidet, Leute. Soll ich ihm die 2 Minuten geben und er darf durchziehen und probieren, einen Kill zu machen oder nicht? Okay, Darian, du hast jetzt 2 Minuten Zeit, einen Kill zu machen, um einmal zu drehen. Such den Gegner schnell. Die Zeit läuft jetzt. Ich habe mein Handy gestellt. Ja, da wird auch direkt gelasert, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. User GG. Schade, da kam wieder die Metallwand direkt rein. Oh mein Gott. Schildcrack, das war's. Er haut ab. Ja, aber der ist jetzt in der Zone und der hat keinen Medkit mit nix, ne?
Nee, das wird der nicht überleben. Obwohl, der könnte noch Robbie Bablo mit Impulsi in Abflug machen. Ich glaube, das ist das Beste, was wir... Oh, Bendix! Zeit ist abgelaufen sowieso. Jetzt, also so viel Zeit hat man ungefähr, damit man mal ein Gefühl dafür hat. Also jetzt gerade eben so viel Zeit hätte der Spieler davor gehabt, ne? Ist eigentlich genug Zeit. Standardskill geht erstmal auf Toilette rein, okay. Was geht, Bro? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, soll ich noch eine Aufgabe machen oder nicht? Oder lassen wir es jetzt dabei, dass nur der Gewinner halt eben bekommt, ne? Ich bin am Überlegen. Ich guck's mir aber erstmal hier nochmal an. Da ist noch ein Gegner. Nicht schlecht gebaut. Von Seite kommt einer. Oh mein Gott. GG, Joshua. Jetzt zählt sowieso nur noch, wer gewinnt. Aufgabe gibt's nicht mehr. Oh mein Gott. Das war's, glaube ich. Obwohl, der hat noch Splashies mit, ne? Medkit ist jetzt nicht so schlimm. Der will, glaube ich, nicht, dass ich zugucke. Soll ich wegmachen? Dann sag, dann gucke ich nicht zu. Alles in Ordnung. Nein, nicht zugucken. Okay, 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 ich gehe weiter. Ja, ist halt purer Stress für die Leute dann, ne, wenn ich zugucke. Weil die ganzen Gegner gehen halt drauf. Okay, jetzt hat Bandit schon gemacht. Ist nicht schlecht. Da kommt aber nicht. Schildcrack. Jetzt würde ich pushen. Wer hat den? Wer ist das gewesen? Paul. Auf Level 245. Crazy. Tim on top 999. Hä? Hä? Wo ist überhaupt das Wasser hin? Komplette Wasser ist ja auch weg. Crazy? Habe ich noch nicht gesehen. Wegen Live-Event. Ah so. Jetzt von hinten komplett durchgelasert, aber ein paar Splashies. Die kann ich direkt anwenden. Ach, das sind die Bots, die am Schießen sind. Oh mein Gott, was für Nervensägen. Geh mal weiter. Drück nochmal dicken Laser. Hat er den bekommen? Ja, hat er nicht. Na, okay. Leider niemand am Fighten. Alle am Campen. Guck's dir an. Alle am Campen. Oh mein Gott. Crazy. GG. 7 Kills hat Redzorn. Ich bin gespannt, ob irgendwer noch 13 kommt. Hä, was ist da denn jetzt passiert? Hat der Disconnect gehabt? Der ist auf einmal stehen geblieben, ne? Oh mein Gott. Game Crash. Oh mein Gott. Ich würde ausflippen. Ich glaube, im Zero-Build wäre das auch lustig geworden. Weil da kannst du halt überhaupt gar nicht bauen, ne? Da musst du deine Taschenbogen mitnehmen. Und die würden hier alle mit Jetpack rumfliegen. Rax hat Dennis bekommen, okay. Geh mal dahin. Ja, 7 Kills hat der jetzt. Der muss ich aber... Oh mein Gott, der braucht noch Greenlight. Bei dem sieht Greenlight nicht gut aus. Aber er hat Jetpack zu moven, das ist sehr gut. Zugspray gerade auf Highground. Nee, doch nicht. Hä, wer ist denn auf Highground da oben? Ghost Nukes? Den habe ich noch nie gesehen, Digga. Wilde Geschichte. Leute, spielt aber nicht schlecht, ne? Ja, der ist gut. Der ist gut, Digga. Yo, der ist richtig gut, Bro. GG. Bro, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, sag ich ehrlich. Oh mein Gott. Er holt sich direkt Highground. Dem ist das egal. Bandit lebt noch. Mais, Jermaine und Nuke. Beziehungsweise Nukes. Der hat gutes Positioning, aber nicht mehr viele Materials. Der hat sehr viele Mats, aber nicht mehr viel Blue Light. Der hat alles. Der hat alles. Obwohl auch nicht mehr so viel Blue Light, ne? Ja. 9 Kills hat der gemacht. Ja, Nukes. Oh mein Gott. Der hat keine Mats mehr, ne? Problem ist mit dem Metz jetzt. Ich glaube, wenn er Metz gehabt hätte und oben weitergebaut hätte, dann wäre das was geworden. Jermaine, Digga. Der hat auch noch nie, glaube ich, bei mir irgendwas gewonnen, ne? Crazy. Ich würde sagen, wir drehen direkt. Oh mein Gott. Was ist denn heute los? Niete. Was soll ich machen? Also heute geht echt gar nichts rausgefühlt, ne? Ich glaube echt, wir müssen wirklich am Wochenende das nochmal machen. Dann würde ich sagen, müssen wir noch eine dritte Runde so oder so, ne? Okay, ich würde sagen, wir landen diesmal in... Ja, Restored Wheels ist genau die Mitte. Man muss halt auch einfach ein bisschen Glück haben. Vielleicht nehme ich auch ein Auto und ich hau ab. Keine Ahnung. Okay. Yo. Oh mein Gott. Okay, Bro. Ich gehe doch ins Auto rein. Ist hier einer eingestiegen oder was? Echt, ey, yo, Bruder, was ist denn jetzt los hier? Oder fahre ich doch woanders hin? Ich weiß nicht, Digga. Ne, wir fahren einmal zum Kaktus durch und dann wieder zurück, okay? Einmal Kaktus rein und dann wieder zurück. Und dann wieder hier hin und dann wieder einmal drehen. Und dann wieder einmal Gas geben und wieder einmal... Ich probiere euch nicht anzufahren, ja?
Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wildlasse. Was hat der für einen Skin, Digga? Der hat mit Pistole gelasert, ne? Und wir drehen jetzt einmal. Let's go, Lasse! Oh, der dreht sich gut. Der dreht sich gut. Oh, Zehner! Zehner! 10 Euro, Bro. Also, du kannst hier 10er Playstation oder 1000 V-Bucks, ist egal, ne? Hallo? Moin. Was geht, Bro? Du bist ja auch im Discord drinnen, ne? Ja. Okay, willst du irgendwie Playstation oder sowas haben, oder? Einen Taui V-Bucks, glaube ich. Taui V-Bucks. Kannst du auf Discord ein Ticket aufmachen? Ich kann es versuchen. Wenn es nicht klappt irgendwie und ich bin heute Abend online, dann schick einfach eine Beitrittsanfrage, dann komme ich nochmal rein, erklär mir das. Wenn nicht, dann kann ich die auch aus dem Shop schenken, weißt du? Ja, okay. Okay, oder soll man es so machen? Ja, dann aus dem Shop, glaube ich. Ja, dann lad einfach. Ich habe dich ja sowieso eine Liste, oder willst du jetzt schon was haben? Ja, ich glaube, ich würde Birdie nehmen. Ich kann dir auch schon was schenken, oder? Ja, müsste eigentlich gehen. Okay, dann gucken wir gleich nach der Runde, okay? Ja. Okay, Bro, bis gleich. Bis gleich. Ich glaube, ich mache in der Runde nochmal einen Auftrag. Ich guck mal. Benny, ach, er macht diesen. Ja, der ist erlaubt, den kannst du machen. Aber dieser Flieg-Glitch ist halt nicht erlaubt, ne? Weißt du, sowieso Custom Games. Zeig mal den Leuten, wie du hier glitchen kannst. Ach, da unten ist einer drinne, sagt er. Nein, okay, einer hat sich schon unten in den Tresor reingebackt, oder wie? Echt jetzt? Ja, da ist unten einer drinne, sagt er. Ach so, der weiß nicht, wie das geht. Mach mal die Stair. Ja, okay, da kommt einer. Oh mein Gott, der hat dich. Ich wusste es. Und dann ist es noch Maku, Digga, Maschine. Digga, der oben ist richtig gut. Oh, Schildcrack aber bekommen. Ja, Loot sieht gut aus. Ich bin am überlegen, ob ich so einen Auftrag machen soll. Vielleicht mache ich den auch am Ende. Ich glaube, dann wird es auch spannend, wenn wir im Endfight so einen Auftrag machen. Nein, echt jetzt? Ja, ja, der probiert, ne? Ja, ja. Das musst du, wie gesagt, mit einem SUV machen. Ja, Bro, ist erlaubt, ist Custom Games so, aber mach das nicht im Battle Royale, ja? Und jetzt geht der rein und jetzt ist der unten, Digga. Es ist wirklich... Also, Bro, und jetzt hat der die ganzen Hyper-Chests alles hier, ne? Oha, was ist das denn für ein Emote? Den kenne ich gar... Ach so, das ist vom Battle Pass, glaube ich, ne? Ah, da oben ist auch schon einer, ne? Oh, ich bin gespannt. Der wird dich jetzt bestimmt fighten. Das will ich mir eigentlich schon gerne angucken. Ja, der wartet da jetzt vor der Tür, ne? Ja, was willst du machen? Ja, ich komme gleich wieder, ja? Ich gehe mal ein bisschen weiter. So, ich mache jetzt eine Mene Miste, okay? Warte, ich stelle mir mal eben kurz einen Wecker auf 2 Minuten, ja? Eine Mene Miste, es rappt in der Kiste. Eine Mene Mac und du bist jetzt dran. Wen gucke ich jetzt gerade zu? Einen Moment. Wild-Standard-Skill. Du hast 2 Minuten Zeit, einen Kill zu machen. Dann darfst du einmal drehen. Die 2 Minuten, die laufen jetzt schon. Ja, da rechts ist einer. Ja, ey, pass auf, da schießt jetzt einer auf dich. Das. Hab ich gesagt, man muss direkt konzentrieren. Ich glaube, Wildstani hätte auch nicht so wirklich jetzt die Chance gehabt, weil hier sind ja überall nur gute Spieler, ne? Schöner Laser, Digga, Marlo. Ich stelle mal den Timer wieder zurück. Man hätte jetzt sogar noch 1 Minute Zeit gehabt. Mein Timer war auch 40 Sekunden. Kannst nichts machen, ne? Ich bin am überlegen, ob ich wen anderes noch die Chance gebe. Ich weiß aber nicht. GG. Oh, endlich mal ein Fight hier. Okay. Guck mal, der spielt auch die Waffe in Gold. Da oben ist Noel. Oh, Noel, du hast Glück gehabt, Bro. Das hätte voll in die Hose gehen können, sag ich dir ehrlich. Wenn er dich einmal mit Auto weggerammt hat und ich glaube, der hatte auch kein Jetpack, das wäre mega schwierig geworden. Oder hat der Jetpack? Ah, der hat Jetpack. Okay, dann wäre er nicht mega schwierig geworden. Alles gut, nehmen wir da alles zurück. Bitte irgendwie reinzukommen. Aber Gegner ist auch nicht schlecht. Schildcrack. Ey, richtig gut. Peace Control, Dicker. Stark. Ja, der ist da unten drin im Bunker, ne? Und ob der sich den holen möchte. Der macht da oben erstmal eine Metallwand hin auf Safe-Basis. Er hat sich komplett zugebaut. Bro, was machst du denn hier? Oh mein Gott. Crazy. Er macht ein Herz. Okay, okay. Aber 6 Kills ist stark, ja? Ist nicht schlecht. Stark. Der hat gewartet. Den hat er sich wieder gesneakt. 10 Spieler jetzt noch.
Und er campt hier einfach auf dem Baum. Bro. Dafür hättest du aber den Skin vielleicht noch auf Skin konnte er auf Hide-and-Seek-Basis anpassen müssen, ne? Stark. Okay, noch 4 Spieler. Jetzt müssen wir gucken. Aprilbot. Wird gerade übel gepusht von irgendwem. Guck mal, ein paar anderen Spieler noch. Ziemlich immer denselben. Das war's. Jetzt nur noch Zakaria oder Aprilbotti. Wer von den beiden jetzt überlebt hat, den Win. Mal gucken. Oh mein Gott, Digga. Oh, Junge, was ist das für ein Laser gewesen, Bro? Oh mein Gott. Ich sag ja, die MP im Nahkampf ist ultra krank. Er muss Pump nachladen, Digga. Bisschen Verwirrung jetzt gerade hier an der Stelle. Ich sehe schon. Beide auch wenig Leben, ne? Oh mein Gott, Bro. Und beide haben... Nee, beide haben ein oder zwei Kills. Krass. Der wollte einen 360 machen. Ich spring hier durch, ehrlich. Oh, ich habe richtig predicted, dass Zakaria gewinnt. Krass. Zakorio, Junge. Wilde Geschichte, Bro. Krank. Okay, dann gucken wir mal, ne, würde ich sagen. Haut, zieh mal direkt durch. Nein! Was ist neut los? Mein Gott, wie oft heute Niete kam. Bro, es tut mir leid, ne? Aber ich kann da nichts für, das ist halt eben Zufall so, ja? Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Leute heute haben echt wirklich einfach Pech gehabt. Letzte Mal waren, glaube ich, auch, aber auch bei dem Format sind 2 oder 3 Mal hintereinander 13.500 V-Bucks rausgegangen. Letztes Mal war richtig krass, heute nicht so. Ja, ich würde sagen, haut da rein.